So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich schließe im freien Fall den Kurs über Fatal Fields ab, nachdem du aus dem Schlachtenbus gesprungen bist. So, das machen wir, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, in Arena Solo. Und rein direkt. So, wie gesagt, danke für die 313 Abonnenten jetzt. Jeder einzelne sei an der Stelle hier gegrüßt. Es werden halt wirklich täglich immer mehr. Ich wundere mich schon selber, warum, wieso, weshalb. Aber trotzdem danke dafür. Und ihr wisst ja, alle 10 Abonnenten kommt unten zu dem PaySafe-Code noch eine Zahl hinzu. Heißt, die nächste Zahl wird bei 320 Abonnenten kommen. Und falls du komplett neu auf dem Kanal bist, dann würde ich sagen, wenn dich das interessiert mit diesem PaySafe-Code, wenn du den haben willst, einfach in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch zeige, wie man den 10-Euro-Code quasi knacken kann, dann einlösen kann oder auch weiß, ob er geknackt ist überhaupt. Ist nicht ganz so einfach, aber muss man sich angucken. Inzwischen wurde der Code schon zweimal geknackt, auch komplett eingelöst, bis auf ein paar Cent. Aber ihr findet ja immer irgendwie kleine Wege, wo ihr den Code schnell einlösen könnt. So, Fatal Fields ist natürlich Brennpunkt, war ja klar. Und wie gesagt, es ist auch kein Fake. Ich habe ja schon wie oft jetzt gesagt, dass ich da immer einen Code stehen haben will. Einfach um euch quasi was zurückzubekommen. Und vielleicht gebt ihr mir natürlich auch was zurück. Und das ist einfach nur, indem ihr die Videos komplett schaut, zum Beispiel ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst oder halt einfach abonnieren, dann eventuell da sein, wenn ihr live streamt. Boah, das funktioniert ja gar nicht hier. Das kann ich ja mal haken. Ne, also was lernen wir daraus? Wir müssen definitiv ziemlich nah an Fatal Fields runterkommen. Das Problem ist, bei Gruppenkeile wird es natürlich auch gehen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich noch geringer, dass es funktioniert. Weil der obere Ring ist verdammt hoch und wenn man auf der falschen Seite ist, ist es halt schon blöd. Wir probieren es einfach direkt nochmal, aber ihr habt ja gesehen, so funktioniert schon mal nicht. Also braucht man es so auch nicht zu probieren. Ihr müsst halt schon ziemlich nah an Fatal Fields aus dem Bus rauskommen. Was unser Wunsch ist, eigentlich Spiele fehlen, wenn wir das Combine-Spielmodus haben. Ah ja. Ist immer so. Sobald ein Update kommt, dann kommt die 9-Wochen-Aufgabe. Irgendwas hat immer ein Problem. Aber ist ja auch kein Wunder. So viele Spieler, wie immer noch auf Fortnite aktiv sind, ist das vollkommen logisch. So. Gucken, ob der Bus jetzt daher geht. Und ansonsten müssen wir halt nochmal rausgehen. Aber ihr habt ja gerade schon die Ringe gesehen, da müssen wir halt durch. Einfach darüber abspringen, durch die Ringe durchgleiten. Probiert den Gleiter schon offen zu haben, dass ihr langsam runterkommt, nicht dass ihr in irgendwas vorbeifliegt. Das ist einfach der Hinweis. Siehste, klappt doch. Man muss nur meckern, dann geht's auch. Hier haben wir Fatal Fields. Der muss da wieder Krach machen ohne Ende. Wie gesagt, ihr müsst halt ziemlich nah an Fatal Fields sein, weil wir sehen das jetzt, denke ich mal, auch direkt. Weil der erste Ring ist schon direkt hier oben. Da. Und dann müssen wir halt durch alle vier Ringe durch. Heißt, wenn die Route dann wie eben in der ersten Runde hier hinten ist, haben wir keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Also der ist schon ziemlich hoch. Probieren es natürlich jetzt perfekt rauszukommen. So. So, ja, Lex ist natürlich jetzt ganz übel. Ich sag, er macht's lieber auf Nummer sicher, weil ich kenn's noch von den... Ja, 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 hallo, mach den Fallschirm auf. Wie ihr gesehen habt, wenn sie mich leicht leckt, habt ihr schon ein Problem. Weil ihr seid logischerweise, wenn ihr so nah dran seid, nicht die einzigsten, die da runter wollen. Ist mir jetzt egal, ich mache jetzt hier nichts, nicht, dass ihr vorbeigleitet. So, da ist der Ring Nummer 1. Weil wenn er den nämlich zumacht, den Gleiter wieder, dann kriegt er so einen kleinen Vorwärtsschub. Und den will ich jetzt einfach verhindern, nicht dass ich dran vorbeigleite. Deshalb lasten lieber offen, egal wie lange es dauert. Lieber eine sichere Aufgabe geschafft, weil
Ihr wisst ja, lieber sicher als gar nicht. Gut, hier vom zweiten auf den dritten kann man noch ein bisschen runter. So, hier lasse ich mich ganz elegant runtergleiten. Und dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon geschafft. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, weil wir nicht in Gruppenkeile sind, ob die Aufgabe auch zählt, wenn ich hier quitten würde. Deshalb gehe ich hier jetzt einfach richtig runter und lasse mich töten. Oder guck halt, ob ich einen Kill noch hinkriege. Aber ich werde hier eh safe nicht alleine sein. Ja, er ist da unten drin. Holz mitholen. Ist der recht übel slack. Ja, das hat super geklappt. Ah, er ist noch im Haus. Komm, wo bist du? Verstecken mit dem. Wie ist dann ruckelt? Ekelhaft. Ich lerne es nie. Also wie gesagt, ihr habt ja gesehen durch die Ringe, wir gehen auch direkt raus hier, diese Lags sind so ekelhaft inzwischen bei mir auf dem PC. Ihr seht ja, es ist kaum noch spielbar, ey. Das Komische ist halt wirklich nur, wenn ich die Videos für euch mache. Aber ihr seht ja, die Aufgaben funktionieren, das ist erstmal das Wichtigste für euch. So, gerade gucken, was es dafür gibt. Also 5000 EP. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon damit. Ihr habt gesehen, lieber langsamer durch, dafür aber sicher. Und dann würde ich sagen, an der Stelle war es das. Und dann viel Spaß mit den nächsten Aufgaben. Haut rein.